willkommen zu meinem neuen Video. Heute machen wir unser Geschirrspülmittel zusammen. Ein selbst hergestelltes Geschirrspülmittel für die Spülmaschine. Jawohl. Du brauchst reine Zitronensäure, Soda, reines Soda und Natron. Das Natron habe ich jetzt schon in ein Glas abgefüllt. Man kann das auch so kaufen. Ich schreibe euch das natürlich noch unten in dem Link, wo ihr das euch bestellen könnt. Ja, dann fangen wir mal an. Ich habe hier eine Waage, eine Küchenwaage, denn man muss es abwiegen. So, wir brauchen von der Zitronensäure 100 Gramm. Wir brauchen von dem reinen Soda 100 Gramm. Und von Natron brauchen wir auch 100 Gramm. Ja, und dann rühren wir das alles so ein bisschen um, damit es gleichmäßig verteilt ist. Guck. Und hier ist unsere Dose, wo wir das Fertige drinnen haben. Ihr seht, es ist leer, das muss nämlich mal aufgefüllt werden. Deswegen passt es ganz gut heute mit dem Video. Das kommt dann hier rein. So, und das hier ist das fertige Pulver für die Geschirrspülmaschine. Du machst dann ungefähr 2,5 solche Löffel, also so viel wie reingeht in das kleine Fach. Und das war's. Damit kannst du dein Geschirr spülen. Es ist total easy. Es gehört überhaupt nichts dazu, das jetzt zu machen. Was ich dir raten wollte, du brauchst einen Glasspüler. Ja, weil sonst, das braucht einfach, wenn man dieses Pulver benutzt, braucht man einen Glasspüler und vielleicht nimmst du ja Essig. Ja, das kannst du einfach Essig in das Fach einfüllen, das ist wunderbar und nimmt auch den Kalk weg von der Maschine. Ansonsten, wenn du noch einen Glasspüler hast, verwendest du eben den alten noch und danach nimmst du Essig. Du hast hiermit ein ganz tolles Produkt erschaffen. Du hast 100 Gramm Natron, 100 Gramm Zitronensäure, 100 Gramm Soda zum Beispiel oder 150 Gramm von jedem. Das machst du so, wie du möchtest, ja? Auf jeden Fall sparst du dir sehr viel Geld, sparst dir viel Verpackung, viel Plastikmüll und das Geschirr wird total sauber. Das Einzige, was du benötigst, ist eben noch der Glasspüler und da kannst du sehr gut Essig verwenden. Genau. Ja, und das war's schon. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Herstellen deines eigenen Geschirrspülmittels und wir sehen uns wieder zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.